بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie gesagt, diese Fitna heutzutage ist richtig verbreitet. Sogar auch gibt es manche Brüder von uns, die nehmen einen Sänger als Vorbild. Und nicht nur als Vorbild, er kann nicht schlafen ohne seine Lieder. Und auch aufstehen nur mit seinen Lieder. Das heißt, diese Fitna ist richtig Katastrophe. Kann sein, dass auch ein Bruder, er kann viel Koran hören, er kann nicht weinen. Aber wenn er ein Liebeslied hört, der flippt aus. Wallah, der sagt, Subhanallah, dass, als ich in Jahiliya war, habe ich immer geweint. Habe ich eine richtige Beziehung mit einer, sag mal, Christina oder Brigitte und so Sachen. Und habe ich immer an diesen Sachen, immer, und der weint, Subhanallah. Khushu', diese Demut. Du sagst, Achi taqillah, das ist ja, aber das ist so. Deshalb, Achi, diese Fitna, Wallahi, auch nur ein Fragezeichen. Ist das Zeit von Singen? Ist das Zeit jetzt von Tanzen? Ist das Zeit auch mit Leuten, die schlecht sind, zu sein? Wallahi, es ist nicht Zeit, Achi. Wir haben so viele Zeiten verloren. Und was hat uns auch das gebracht, wenn jemand sagt, dass das halal ist? Was hat uns das gebracht? Gar nichts. Deshalb, inshallah, ich werde die Beweise nennen von Koran und von Sunna und von Ahlus Salaf und von auch Al-A'imma al-Arba'a und auch sogar von die Leute, die auch gesungen haben. Das heißt, es gibt keinen einzigen Beweis, dass Singen halal ist. Wallahi, gibt es keinen Beweis. Und wir haben auch gesagt, auch wenn Beweis gibt, ist das Zeit von Singen, ist das Zeit auch von Tanzen? Nix. Okay, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, der war von den großen Sahaba. Von den großen Sahaba. Und wurde gesagt, dass er bei jemand war. Zeit von Sahaba war auch so viele Sachen. Von Anfang an, da haben auch getrunken, da haben auch gespielt, da haben auch Musik gehört und solche Sachen. War auch genauso. Sogar auch Umar ibn Khattab radiyallahu anhu hat niemals gedacht, dass er Muslim wird. Ein Sahabi kam zu ihrem Mann und hat ihm gesagt, Umar ibn Khattab, der ist Muslim geworden. Er hat gesagt, das kann nie sein. Wallahi, wenn Esel von Umar ibn Khattab Muslim wird, Umar wird nie Muslim sein. Subhanallah. Aber der ist Umar ibn Khattab geworden. Der ist Umar ibn Khattab geworden. Abdullah ibn Mas'ud, der war bei einem Sahabi und dieser Sahabi, der war richtig ein Künstler. Der kann richtig Tanz machen. Ne? Und dann, da kam zu ihm, hat ihm gesagt, Wallahi, deine Stimme ist sehr, sehr gut. Aber wäre es schön, wenn das mit Koran Stimme ist. Mit Koran Wörter sind. Und auf einmal, dieser Bruder, der Gitarre gespielt hat, hat richtig geweint. Und Abdullah ibn Mas'ud, was hat er gemacht? Hat er auch geweint. Subhanallah. Und da hat er gesagt, Wallahi, deine Stimme ist sehr gut. Aber wäre schön, wenn das mit Koran ist. Und schau mal, im Koran findest du kein Wort. Also singen heißt Al-Ghina. Auf Arabisch heißt Al-Ghina. Du wirst kein Wort von diesem Wort, also Al-Ghina meine ich, im Koran finden. Warum? Al-Ghina heißt schöne Stimme. Und schöne Stimme ist nicht verboten, kannst du deine Stimme im Koran richtig ausnutzen. Oder? Kannst du richtig ausnutzen. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران. Also das heißt hier الغناء تغنى mit schönen Stimme. Aber heutzutage ist alles, sogar auch von den Leuten, die
immer noch jetzt singen, die sagen, was wir heute sehen, im Fernsehen und so Sachen, das ist keine Kunst. Das ist nur wie ein Museum. Sogar auch gibt es manche Leute, die machen, also fast halb nackte Frauen zeigen. Ist das Musik, ist das Kunst? Oder nicht? Sogar auch manchmal ein Ticket von ein Fasiqa kostet, ich weiß nicht, wie viel kostet das, um eine Waldtrautlauf zu sehen, musst du 300 Euro, 400 Euro bezahlen. Was ist das? Und قال الله عز وجل und muss ihr auch wissen, diese Stimme, Al-Ghina, ist Sautu Shaitan, Shaitan-Stimme. Und Sautu Shaitan ist Musik. Warum habe ich diese Thema ausgewählt? Warum? Weil es gibt manche Leute jetzt, die sagen, dass Al-Ghina halal ist. Das heißt, singen ist halal. Ich habe sogar auch ein Fatwa von einem großen Sheikh auch gehört. Da hat er gesagt, ist es kein Problem. Du kannst immer das weitermachen, weiterhören. Ist kein Problem. Aber in der Wahrheit, was Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, was Allah azza wa jalla gesagt hat, ist ganz, ganz anders. Hat nicht mit solchen Sachen zu tun. Na, في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dieser Sahabi hat gesagt وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة موعظة ist ein kleiner Vortrag. Also manchmal die sitzt auch mit seinen Sahaba und die gibt einen Tipp. Aber wenn der Rasul mit Sahaba redet, das heißt, das ist genau wie die Vögel auf ihrem Kopf sind. Das heißt, die bewegen sich, die bleiben still. Warum? Weil die wissen genau, ja, ayyuha alladhina amanu, la tarfa'u aswadakum fawqa sawti an-nabiyyi, wa la tajharu lahu bil-qawli, ka jahri ba'dikum li ba'din, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Das heißt, man darf nicht die Stimme, also unsere Stimme hoch wie oder lauter wie ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man darf das nicht. Jetzt auch, wo sein Grab ist, auch genau. Aber heutzutage hörst du auch, habe ich gesagt, hörst du auch Musik, achi, wallahi. In Rauda hörst du auch manchmal diese komische Stimme von Hindis. Und du bist neben Grab von Rasul sallam. Was ist das? Ist das nicht Alamat al-Sa'ah? Das ist auch ein Zeichen Ende der Welt. Du bist neben Rasulullah sallam. Und Rasul sallam قال, inna al-Anbiya أحياء في قروب في قبورهم يصلون. Die Propheten, die beten in ihre Gräber. Aber wie die beten? Allahu a'lam. Hada ma'a alamul ghayb, alamul barzakh. Man kann das nicht wissen. Aber muss man 100 sicher sein, dass das richtig wahr ist. Al-Anbiya, die Propheten, die beten in ihre Gräber. Kama qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam an Musa alayhi salam. رأيت موسى عليه السلام debated in seinem Grab. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل من أجساد الأنبياء. Die Erde, die darf nicht von Körper von Propheten, also essen oder fressen. Die bleiben genau wie die sind. Subhanallah. Gleiche Leiche. Von Propheten und von wem noch? Von Shuhada. Okay? قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة مودع. Das heißt, das ist genau wie der Rasul, also bald stirbt. حتى درفت فيها الأعيون. Bis die Sahaba richtig Tränen bekommen haben. Und dann haben gesagt, ja رسول الله, كأنك تعدنا موعدة مودع. Das heißt, genau wenn du uns einen letzten Vortrag gibst. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. التقوى. Das ist auch ein Testament von Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Schau mal, in den letzten Tagen immer, Rasulullah hat so viele Sachen genannt. Subhanallah.
und Zusammenfassung. Das war nur alles nur Zusammenfassung von Islam. Wassana ein Nisa, Osiikum, bin Nisa, Stoso bin Nisa i Khaira. Das ist auch ein Testament von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dass die, unsere Schwestern, unsere Frauen, muss man richtig mit dir richtig umgehen. Subhanallah. Osiikum, bitaqwa Allahi wa sam'u wa ta'a. Sam'u wa ta'a, das heißt, dass du hörst, dass du auch jemand, wenn jemand dir etwas sagt, da musst du machen. Aber la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Wenn er etwas sagt, zum Beispiel deine, sogar auch deine, deine Eltern auch genauso. Wenn die sagen, du musst etwas machen, die gegen Islam ist, man darf das nicht machen. Warum? قال الله عز وجل في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Das heißt, wenn dein Eltern etwas sagen, zum Beispiel du musst deinen Bart rasieren, richtig glatt machen oder so Sachen, das ist nicht richtig. Außer diese Sache. Und diese Aya ist extra für Sa'd ibn Abi Waqqas gesendet. كما جاء في الطبري. Anna Sa'd, er hat gesagt, ich hab meine Mutter richtig geliebt. Und ich mache immer alles, was dir sagt. Aber als ich Muslim geworden bin, die ist total geändert. Er hat mir gesagt, du bist Sabot, du bist Kafir geworden, subhanallah. Obwohl er Muslim geworden ist, die sagt, ja, du bist Kafir geworden. Und da hat er gesagt, Wallahi, ich werde nicht mehr essen, nicht mehr trinken, bis du wieder zurück zu deinem Religion. Ersten Tag, der hat nicht gegessen, zweiten Tag auch genauso, bis die richtig dünn geworden ist. Und dann auf einmal kam Sa'd ibn Abi Waqqas zu seiner Mutter. Da hat er gesagt, ja Mutter, hast du gegessen? Ich habe nicht gegessen. Da hat er gesagt, Wallahi, ja Ummah, oh meine Mutter, Wallahi, auch wenn du 100 Seelen hättest, ich werde nie in deinen Koffer zurückkommen. Was hat sie gemacht? Sie hat gegessen. Standhaftig, obwohl seine Mutter ist. Aber hier, man darf nicht unsere Eltern bei solchen Sachen also hören. Danach hat der Rasul gesagt, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Das heißt, erstens, wenn du sagst, mein Sheikh hat gesagt, du musst erstens wissen, was Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was Abu Bakr gesagt hat, was Uthman, was Umar, was Ali und so weiter, die Sahaba, ob die auch gesungen haben, ob die auch getanzt haben, Wallahi nicht. Denkst du, dass auch Abu Bakr hat getanzt oder gesungen? Nein, ach, Wallahi nicht. Umar auch genauso, Wallahi nicht. Weil sie haben keine Zeit für diese Sachen gehabt. Naam. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ heißt diese Spitzzähne. عضوا جو musst ihr richtig auf die Sunna richtig halten. Auch wenn jemand sagt, ja, الغناء ist halal. Musst du immer nach Beweise suchen. Ob die kann sein, warum? Ar-Rasul hat uns gesagt, er auch ein Zeichen wird auch Ar-Ruwe Bidat kommen. Obwohl die sagen, dass die Gelehrten sind, aber die sind nur Gelehrten von was? Von Dunya. Wallahi. Ala abwabi jahannam. Man ata'ahum qadafuhu fiha. Wenn du zuhörst zu diesen Gelehrten, was die sagen, Wallahi, die werden dich in die Hölle reinbringen. Dallu wa adallu. Subhanallah. Al-Ghina ist nicht normal. Okay, قال Ahmed ibn Hanbal radiyallahu anhu. Ahmed ibn Hanbal, das ist ein großer Gelehrter von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Da hat gesagt, wenn ihr etwas gerade seht, dann etwas stimmt nicht. Der hat so in dieser Phase auch gesagt. Aber was wird auch Ahmed ibn Hanbal jetzt in unserer Zeit sagen? Er hat gesagt, wenn ihr das gerade alles, also alles in Ordnung seht, dann etwas stimmt nicht. Und das hat auch alle mit uns zu tun. Solange du keine Prüfungen kriegst,
Wallahi, du sagst, etwas stimmt nicht. Wallahi, immer so. Wenn du richtig auf Sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam richtig festhaltest und du bekommst keine Prüfungen, du musst immer diese Frage stellen. Etwas stimmt mit mir nicht. Warum hadihi sunnatu al-anbiya? Dass du Prüfungen auch kriegst. Kann sein, dass du ganz normal lebst, aber auf einmal kommt eine Prüfung und dann fällst du raus. Deshalb dieser Zug, Wallahi, fährt weiter. Es fährt immer weiter. Aber kann sein, dass du weiter fährst, kann sein, dass du unterwegs runterkommst oder eigentlich aussteigst. Deshalb immer festhalten. Auch wenn jemand euch sagt, ist es halal? Nein, achi. Wallahi, nein. Okay. Die Beweise jetzt, was im Koran steht. Die Beweise, was im Koran steht. Name. Assalamu alaikum. Verzeiht mir bitte die Störung. Gibt es einen Bruder, der Asthma-Spray dabei hat für eine Schwester? Asthma-Spray? Barakallahu, wie kann ich jetzt in die Schale gehen? Barakallahu, sag's mal. Okay. Zwei verschiedene, ja? Welche Beweise gibt es im Koran, die du kannst auch laut sagen, wenn jemand sagt, dass Al-Ghina singen ist halal? Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, Al-Ghina ist halal und du hast keine Beweise, was kannst du ihm sagen? Ja, du sagst ja, Bruder, kann sein, dass du recht hast. Aber wenn du Beweise kennst, du sagst ihm, Bruder, komm hier. Schau mal, was Allah Azza wa Jalla gesagt hat, im Koran sogar. Es gibt 14, schau mal, es gibt 14 Namen im Koran und in Sunna. 14 Namen im Koran und in Sunna. Das heißt, es gibt 14 Beweise zwischen Koran und auch in Sunna, dass Al-Ghina, das Singen, haram ist. Wenn du nur eine kennst, Wallahi, reicht dir. Aber 14. Heißt Al-Lahu, Al-Laghu, Al-Batil, Al-Zur, Al-Muka, Al-Tasdiya, Ruqyatul Zina, Sautul Shaitan, Manbatul Taq, Al-Nifaqu fil Qalb, Al-Sautul Ahmaq. Nur diesen Namen reicht, Achi. Al-Sautul Ahmaq, الصوت الفاجر صوت الشيطان مزامير الشيطان السمود. Das heißt, jedes Wort, was ich jetzt genannt habe, es gibt ein Hadith oder ein Aya. Wird reich nach 14 Namen hat Al-Ghina im Koran und auch im Sunna. 14 Namen. Wenn jemand sagt, ja, aber ihr habt hier keinen Beweis. Das Singen ist haram. Wallahi, 14 Beweise haben wir. Fil Qur'an wa fil Sunnah. Ob die wollen oder nicht. Erster Beweis in Surat Luqman, Nummer 6 bis 7. Qala Allahu Azza wa Jal, wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. الله ياخذ اسغايش اسكيبت Leute ومن الناس من يشتري لهو الحديد. Was kostet zum Beispiel ein CD von einer bekannten Sänger, wenn das neue rauskommt? Richtig Geld, oder? Kostet richtig Geld. Das ist, hat, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي أَمَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيدِ. لَهُوَ الْحَدِيدِ ist leeres Rede. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ibn Mas'ud. عَبْدُ اللَّهِ ibn Mas'ud, der ist die größte Sahabe, die Tafsir kann. Und ibn Abbas und paar auch Sahabis. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu hat gesagt, schau mal, Wallahi, ich weiß, egal welche Aya, ich weiß genau, für wen ist das gesendet und wo gesendet und warum gesendet. Abdullah ibn Mas'ud hat das so gesagt.
und qala fiha hadhihi al-aya. In dieser Aya hat gesagt, wallahi, einmal, wallahi, zweimal, wallahi, dreimal, hat geschwört. Hat gesagt, subhan al-Khaliq, lahuwa al-hadid huwa al-ghina. Abdullah ibn Sud hat gesagt, wallahi, 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 lahu al-hadith ist singen. Das reicht doch. Sind wir fertig. Wenn er so gesagt hat, ich weiß genau, welche Aya für wen gesendet und wo gesendet und warum gesendet. Abdullah ibn Sud, Qari al-Quran, alladhi ja'a ila al-Ka'ba, neben dem Ka'ba. Einer von Sahabi hat gesagt, wer kann von uns neben dem Kaaba Koran laut rezitieren? Faqala Abdullah ibn Sa'ud, ana, ich kann das machen. Die Sahabi haben gesagt, ja, du bist arm, bleib ruhig. Du hast keine richtige Familie, kein Bodiger, kein gar nichts. Bleib einfach ruhig. Wallahi, ich mach das. Ob die Kuffar so zuhören oder nicht, ob die Kuffar auch mich schlagen, ist kein Problem. Neben dem Kaaba hat er Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allam al-Quran, richtig laut. Und Abdullah ibn Mas'ud, der war richtig dünn. Richtig laut rezitiert. Und dann kamen die Köpfe vom Koffer, da haben ihm auch richtig geschlagen. Bis er Koma geworden. Und dann danach, erste Sache, ich bin noch am Leben. Wallahi, morgen mache ich gleiche Geschichte. Subhanallah. Morgen genauso. Ar-Rahman. Schau mal, die Leute, die richtig Mut gehabt haben. Die haben nicht getanzt. Schau mal. Denkt ihr, dass Abdullah ibn Sa'ud hat getanzt? Kommt ihr, ich mache für euch also eine Werbung oder so? Nein, Ar-Rahman. Allam al-Quran. Subhanallah. Wer hat das gesagt? In Surah Luqman hat er gesagt, Wallahi, inna lahu al-hadith, lahu al-ghina. Erste Beweis, erste Aya. Wer noch? Al-Hasan al-Basri. Jeder kennt Al-Hasan al-Basri. Rahimahullah, so ein großer Tabi'i, ein großer Gelehrter. Qal, lahu al-hadith, al-ma'azif, wal-ghina. Al-ma'azif, die Instrumenten. Also Geigen, Trommel, Flöten und solche Geschichten. La ilaha illallah. Nummer 2. Das heißt, Aya Nummer 2. In Surah Al-Isra, Nummer 64. Qala ta'ala, wastafziz man istata'ta minhum bisawtik. واستفزز به يا شيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. صوت الشيطان كما قال مجاهد عن عبد الله ابن عباس. مجاهد اذن شلف عبد الله ابن عباس ترجمان القران ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوت الشيطان هي in this آية heißt الغناء singen. صوت الشيطان Stimme von Shaitan ist damit gemeint in this آية الغناء singen. Das heißt jetzt مجاهد عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس die haben das gesagt. Was kannst du mir sagen, mein Sheikh hat so gesagt? Ich sage dir, ja, عبد الله بن مسعود hat so gesagt. Was ist, von wem sollen wir also jetzt also nehmen? Von deinem Sheikh oder von Abdullah ibn Mas'ud? Hä? Von Abdullah ibn Mas'ud, normal, keine Diskussion. Nummer 3. Auch im Koran. Qala Allahu Azza wa Jal fi Surat al-Najm. Nummer 59 bis 61. قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سبحان الله. أتعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون. القرآن لما نزل القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن بكم هات لكفار ذهب إما أوسكلخت
Die sagen, was hast du bekommen? Da haben immer ausgelacht, obwohl er Koran ist. Obwohl sie können auch kein einzige Ayat bekommen, also bringen. Und trotzdem haben sie auch richtig ausgelacht. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Hier jetzt der Beweis. Samidun ist ein Wort extra, die sagen, Samidun heißt Al-Ghina. Singen bei wem? Bei Jemeniten. Jemeniten sagen Al-Ghina heißt Al-Samad heißt Al-Ghina. Das ist genau wie wenn du sagst, Asmidi lana, ya'ni ghanni lana. Asmidi. Subhanallah. Asmidi ghanni lana. Sing für uns. Hadi, das ist eine Sprache von Jemeniten. As-Samad ist singen. Man qala hada Ikrima. Ikrima ist auch ein Schüler von Ibn Abbas. Hat gesagt, As-Samad huwa lughatu. Ein Himayr heißt das. Ein Dorf. In Yemen heißt Himayr. Und die sagen, Asmidi lana, das heißt, sing für uns. Das ist auch ein dritter Beweis. Nummer 4. Qala ta'ala. Fi wasf ibad al-Rahman. Die Leute, die richtig Gläubige sind. Wa ibad al-Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Das heißt, die Eigenschaften von die richtigen Gläubige. Danach kam وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. الزُّور ist eine falsche Aussage. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. اللَّغْو ist diese Lehre. Gerede. مَرُّوا كِرَامًا. قَالَ مُحَمَّدْ. Schau mal. قَالَ مُحَمَّدْ إِبْنُ الْحَنَفِيَّةِ. Muhammad ibn Hanafi ist ein Sohn von Ali, radiyallahu anhu. Das ist einer, der Bruder von Al-Hasan und Al-Hussein, was er gesagt hat. Qala Muhammad ibn Hanafi, qal Az-Zur, diese Az-Zur huna hier, ist damit gemeint Al-Ghina. Singen. Wer war das? Das ist Sohn von wem? Von Ali radiyallahu anhu. Qal Az-Zur. In dieser Aya ist damit gemeint Al-Ghina, singen. Nummer 5 jetzt. Und auch die Eigenschaften, die ersten Eigenschaften von Begläubigen, da war وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلْ أَرْضِ هَوْنَا und so weiter bis وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور. Das heißt, diese Eigenschaften von wem? Von Leuten, die richtig kaputt sind. Die singen. Subhanallah. Nummer 5. وَقَالَ تَعَالَ auch, schau mal, auch in Surat Nummer 5, nein, in Surat Al-Anfal, Nummer 35. قَالَ تَعَالَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Das heißt, die Kuffar von damals, die machen Tawaf nackt und die pfeifen und die klatschen. Subhanallah. So war das, ach. Aber Alhamdulillah, schau mal, Alhamdulillah, wenn du jetzt in Umrah bist oder im Hajj bist, du machst Tawaf, du weißt genau, dass kein Kafir neben dir ist. Schau mal zum Beispiel, du machst Tawaf und die Frauen sind nackt, die Männer sind nackt. Was ist das? Das ist ein großes Ni'ma, was wir heutzutage haben, ach, wallah. Damals, da waren auch die Sahaba, die machen Tawaf und die Leute, die lenken die ab, dass sie nicht Dhikrullah machen. Subhanallah. Das ist auch ein Beweis, dass Al-Ghina oder Singen ist, Haram ist. Ach, inshallah, es gibt noch viel zu sagen, aber inshallah, ich werde das richtig inshallah weitermachen morgen, weil es ist bei vielen Brüder, vielen Schwestern, die fragen immer, die stellen immer diese Frage, ob Al-Ghina halal ist oder nicht. Das heißt, heute haben wir 5 Ayat, wenn du nur ein Ayat kennst und da kommt jemand, der seinen Hauer folgt und gibt ihm diese Beweise, Allah, der wird richtig stumm bleiben. Du sagst ihm, Qala Allahu, Qala Rasulullah, reicht doch.
Aber wenn er sagt, ja, aber mein Sheikh, ja, dein Sheikh ist richtig kaputt, dein Sheikh braucht Schläge. Wie kannst du sagen, dass dein Sheikh, Allah, schau mal, wie kann das sein, dass ein Sheikh bekommt diese Frage und neben ihm ein Klavier, neben ihm ein Klavier und da kam jemand und hat ihm diese Frage gestellt, ist Musik halal oder haram? Ja, normal, die wird hier 100% sagen, ja, ist es haram, warum neben ihm ist zu Hause, in seinem Haus, ist Klavier. Die wird hier sagen, ja, halal, ja, halal. Warum, der hat das nicht versteckt, als du, also, gekommen ist. Subhanallah, wa hamdika, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.